möchten wir Ihnen Dankeschön sagen und haben uns ein Symbol ausgedacht, das Sie jetzt überreichen möchten. Die nicht sehen können, was das ist. Es ist ein Symbol, ein Glasbaustein. Da steht drauf: Siechen mit Herz. Helden werden nicht geboren. Helden erkennt man durch ihre Taten. Und alle die. Denen gilt einfach der Dank derjenigen, die hier so furchtbar betroffen sind. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Dass der Wunsch da ist, nochmal das Lied Näher mein Gott zu dir zu spielen und zu singen. Durchgeknallte Bursche, die nicht aufgeben. Regensburg, Oberpfalz. Eine neue Ladekluft. Und der Martin, so klein wie er ist, mit seinem riesen, wunderschönen Multicar, 12 Stunden einfache Fahrt. Und diese 4 Jungs sind stellvertretende für Tausende von freiwilligen Helfern, die mit ihrer Technik da hergekommen sind. Und wenn er das dahinter gesagt hat, das war nachts wunderschön, das war Licht und Lebendigkeit in all dieser Zerstörung. Dunkelheit und Geschmodder und Stunkenherz, und die Leute haben nicht aufgegeben, sie sind wiedergekommen und haben den Betroffenen ein Lächeln nicht nur ins Gesicht, sondern auch in die Seele gezaubert. Und bitte, ein ganz riesen Applaus all diesen Helfern, die mit Maschinen gekommen sind und erst einmal Platz geschafft haben, dass wir wieder fahren konnten. Und bitte, bitte, jeder von euch, die sich auskennen mit der Technik, wir dürfen das nicht klein werden lassen. Ich bin in keinster Weise enttäuscht, habe aber was ganz anderes erwartet, denn ich echt zu. Wir Musikanten haben 2 Jahre nicht spielen dürfen. Es war Corona, kein Festivals, kein Ding. Und ich bin dankbar und stolz auf alle, die gekommen sind. Herzlichen Dank, ihr Musikanten, egal wo ihr herkommt. Sie brauchen Geborgenheit. Sie brauchen Kunst, sie brauchen Musik, Lieder und Gesang. Es kommt jetzt die Weinernte. Da ist in so einem Tal ja eine Ausnahme. Und bitte, bitte kommt, trinkt Wein, feiert, macht. Aber haltet auch wieder mal inne und gedenkt den vielen Toten. All diese Helfer und besonders die Bauern und die Baggerfahrer und die Maschinenführer haben mich zum Trompeter vom Ahrtal gemacht. Nicht wissen, dass ich Flügelhorn spiele, aber das ist verzählen. Und umso kleiner das ich es gemacht habe, umso größer haben die es gemacht. Und ich möchte stellvertretend für alle den Markus nennen. Irgendwo aus Schleswig-Holstein da oben, der hat mich an der bunten Kuh genötigt anzuhalten. Und niemand braucht einen schwedischen König, der ihn irgendeinen komischen Preis von einer Firma, die viele Bomben baut, verliehen. Dafür bin ich dankbar. Das war mein, ja. Mehr habe ich nicht mehr. Bleibt respektvoll und liebevoll. Dankeschön. Vorspiel. Thank you.
Stefan.